Herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu diesem neuen Video wieder. Wir sind wieder am Start. Heute wieder Pochtrüger als 2. Letztes Mal ist es leider total schief gelaufen. Da haben wir eine Stadt annektiert und wir haben leider mal zum ersten Mal verloren. Ja, gut, wir haben auch nicht richtig aufgepasst. Wir haben dezent was vieles falsch gemacht. Und damit hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, dass sowas passieren kann. Wir haben leider auch nicht mehr allzu lange Zeit. 14. Oktober ist die Frist, bis ich dann die nächste Stadt annektieren muss. Damit ist wieder mein nächstes Gebäude zugemacht worden, aber das ist jetzt natürlich jetzt halb so wild. Meine ganzen Betriebe sind erstmal mit Wohngebieten und oh, kostet schon viel, da habe ich gar kein Geld mehr. Dann kann ich auf jeden Fall keinen Frieden mehr mit Spanien schließen. Aber das Vermögen ist eigentlich ganz okay. Stattdessen auch mit dem Krieg dazu und haben wir auch super wieder gebaut, muss ich sagen. Und wir haben auf jeden Fall wieder mehr Männer zur Verfügung. Das könnte mal was werden. So. Das war sogar besser. Wir haben sogar einen Fechtkampf gegen den Spanier. Hallöchen, wie geht's dir? Ich hoffe, du weißt, dass ich deine Stadt heute mal ein bisschen annektieren möchte. Beziehungsweise für England annektieren will. Aber das glaube ich, das sieht sowieso nicht. Kannst du was anderes sagen, außer dieses Hua Hua? Also irgendwas. Kannst ja auch was irgendwas anderes sagen. Ja, das müsste eigentlich machbar sein, aber. Kann man leider nicht schnell aufmachen. Das ist das Problem hier. Also muss man ja selber kämpfen. Also man passt nicht auf. Okay, geht doch. Ja, gehen wir direkt die nächste Stadt holen, würde ich mal sagen. Annektieren wir das. Fertig. Haben wir für Frankreich schon mal geholt. Und jetzt kommt England nochmal ins Spiel. Und ich denke mal, die Spanier werden jetzt wieder stark sein. Da die jetzt drei. Oh, normal. Okay. Meine Piraten, die sind, ey, absoluter Knaller, ey. Das ist Wahnsinn. Cool, dann gehen wir mal kurz besuchen, die zwei Piraten. 45.300. Schatzkarte nehmen wir mit. Und dann mein erster Gehalt wird bei ihm abgeholt. 219.200. Ah, ne, das ist mein ältester Pirat bis jetzt. Dieser bekommt jetzt 219.200. Das ist doch ganz gut. Für die Piraten hat er ein Schifffahrt? Der auch? Wow, bin aber nicht schon 15 Schiffe. Damit würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Krieg jetzt hier. Wir gehen erstmal wieder Frieden machen. 400.000 wieder haben. Naja, irgendwann kostet das 720.000, also sieht das Ganze ein bisschen anders aus. So. Damit erstmal wieder ein bisschen handeln. Machen wir direkt 300 drauf. Hier auch schon. Erstmal 300. So, aber welcher Pirat ist jetzt die Frage? Also, wir haben jetzt wieder sehr viele Schiffe zur Verfügung. Es ist wieder die Frage, welche Schiffe behalte ich jetzt natürlich wieder? Theoretisch wieder so. Ja, würde ich sagen. Ne? Das sieht eigentlich noch ganz okay aus. Noch ein paar Ersatzschiffe muss ich halt da behalten. Die tue ich auch mal 1500 mal Sachen rein. Dann kann ich auch wieder mehr Schiffs aufnehmen. Sachen aufnehmen. Habe ich auch überall Kanonen und sowas. Obwohl, das können wir ja auch ein bisschen überspringen hier. So, auf 6000. So, tun wir 500 rein. Okay, 700 geht auch. So. Ja, jetzt werden wir den erstmal für 13 Tage in die Reparatur schicken. Nein, danke. Und der Pirat. Gucken wir mal. Also ich habe zu viele Kriegsgaleonen. Die zwei werde ich auf jeden Fall behalten und die zwei auch. Vier Ersatzschiffe werden reichen und. Ist ja mein Pirat. Da. Du kriegst jetzt mal wieder ein paar stärkere Schiffe von mir. Dann hast du auch wieder was zur Verfügung. So.
Aber andererseits haben wir noch ein paar Ware drin. Was haben wir denn dann angebaut? Ja, zu wenig Leute. Ja, dezent zu wenig. Okay, gut. Dann soll er mal wieder kommen. Mist, war zu spät. Ah, das hat eine Kriegskanone mitgenommen. Jetzt aber. Ah, nicht so viel draufschießen. Danke. Sehr schön. Jetzt müsste der eigentlich nach Hause fahren. Ja, seine 10 Schiffe hat er jetzt. Also 23 hat er jetzt. Cool. Er ist auf jeden Fall stärker geworden. Unten hat jetzt 33 Schiffe aktuell. Ja, damit ist der Pirat jetzt auch erstmal wieder etwas stärker geworden. So, was mache ich jetzt? Gut, ich könnte jetzt eigentlich theoretisch wieder weiter Leute sammeln. Müsste ich eigentlich mal. Jetzt hat er mir die Leute geklaut. Und auch nicht. Gut. Aber ich sollte mal gucken. Habe ich jetzt Frieden gemacht? Hat sich, genau. Ja, aber ich komme jetzt gerade nicht nach Frankreich hoch. Sie fällt mir gerade mal so ein. Ja. Ja, der war gerade schön einkaufen. Ah, so, Schön, hallo. dass ihr. Ich danke. Ihr habt meiner Nation lange und ehrlich gedient. Daher liegt es nun an mir, euch dafür zu belohnen. Ich schenke euch ein Stück Land, auf dem ihr eure eigene Stadt gründen könnt. Okay, also ich hätte jetzt mehr gedacht, hier könnte jetzt mal hier so noch eine mäßige Stadt sein, aber scheint doch nicht so zu sein. Also werde ich jetzt den P2 nehmen, auch wieder mit 25%. Dann haben wir hier meine eigene Stadt, hier und da unten, wenn wir die So jetzt sei nehmen. dies eure. Ich würde euch gerne den. Ja, mal den Auftrag geben, eine neue Stadt zu annektieren, aber da die Gegner noch ein bisschen zu stark sind, kann ich dir keinen Auftrag geben. Das ist ja kein Thema. Wir gehen trotzdem weiter handeln. Wir wurden zwar die zwei Betriebe zugemacht worden, aber dann weniger Mieteinnahmen und weniger Kosten. Und Steine mitnehmen. Jetzt gucken wir mal wieder. Jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt handeln und dann da hochfahre. Wenn wir mal wieder ein bisschen freundlicher wird hier, weil sonst sind die Preise extrem wieder hoch. Kennt das ja. Nach dem Krieg sind die Preise immer so ein bisschen so, happig, teuer. Man kennt es ja schon. Das ganze Schiff ist einfach voll. Toll. Noch ein bisschen warten, dann holen wir uns wieder die teuersten Waren. Okay, das geht nicht mehr, das machen wir nicht. Dann gehen wir uns die noch holen. Ah, auch wieder voll, okay. Dann hast du keine Handelsleute. Schade. 270. Holland und Spanien. Ja, hätte sich sogar nicht gelohnt. Aber gut, Holland und Spanien. Das wäre eigentlich auch so ziemlich cool, oder? Vor allem für Spanien zu kämpfen, die zwei holländische Städte zu holen. Aber was soll ich dazu sagen? Wir werden jetzt mal ein bisschen Waren verkaufen. Hätte ich genauso 100 machen können. Weg damit, braucht ihr eh alles. Werkzeug kann man nie zu wenig haben. Schön, dass ihr. Ich danke. Ich würde euch. Genau, jetzt müssen wir noch für Frankreich natürlich jetzt noch eine Stadt holen, aber gegen wen soll man dann noch seine Stadt holen? Ich meine, Spanien ist jetzt extrem wieder stark geworden. Gut. Nee, eigentlich. Wir brauchen immer noch jede Menge Mann da unten. Wie viel fehlen denn da überhaupt? 61 Mann fehlen bis jetzt aktuell. Vielleicht fährt er da, er fährt nicht da rein. Na, dann fahre ich da halt rein. Dann gebe ich noch ein paar Leute ab. Farbstoffmangel. Farbstoff wird knapp. Ja, ihr habt da noch ein bisschen produzieren hier. Könnt ihr die Waren auch mal ein bisschen verkaufen, weil das meine Lieblingsstadt hier ist. Okay, das war vielleicht jetzt ein Ticken zu viel. So, wie sehen die Wohneinhäuser aus? Geht noch.
Hier haben wir jetzt unsere nächste neue Stadt, 25% des Landes. Das muss ich auch mal ein bisschen weiter aufbauen, damit wir hier wieder ein Zoom. Ja gut, das ist auch klar bei dem Wareneinkauf, was ich da gerade getätigt habe. Ist das schon nicht absehbar. Vielleicht war das doch ein bisschen zu viel. Ob wir wieder einen neuen Auftrag oder sowas reinbekommen oder ob sich das lohnt, wieder nochmal die Stadt neu zu bauen. Oder ich kann noch einen neuen Händler schalten lassen. Ja, super. Hab schon kaum Schiffe und dann soll ich noch hier Expeditionskonvoi. Interessant. Dann fahre ich jetzt nach Holland rüber. Hat jemand gegen Holland Krieg? Ja, sogar Spanien. Vorsichtshalber mal gehen wir jetzt zu Frankreich, Holland. Genau. Wir brauchen nämlich ein paar neue Schiffe. So. Alles klar machen zum Entern. Oh weh, das könnte dauern. Ah, da bin ich ja schon. Cool. Damit haben wir das Schiff schon mal. Immerhin etwas. Können wir gut gebrauchen. Dann haben wir vielleicht direkt ein paar Waren dabei, nehmen wir die auch mit. Ich glaube nicht, dass die eine Handelsflotte da haben. Aber eine Flotte haben sie da. Okay, nehmen wir die auch mit. Wir brauchen wieder. Aha. Brauchen ein paar Leute. Hätte ich hier gar nicht entern können hier. Naja, Preise okay, aber ja, ein paar Gratis-Sachen. Sehr schön, da ist er ja wieder. Dann gehen wir ihn wieder angreifen. Zumindest den nächsten. Alle Mann, klar zu Gefecht! Das sind aktuell ein Knoten mehr als der. Ich fahre mal ein bisschen seitlich da so rüber. Aber so ein bisschen die Chance. Jetzt hast du verkackt. So, nächste Handelsflotte. Wir brauchen nämlich jede Menge. Wie sieht's aus mit Holland? Oh, freundlich sogar. Wo ich seine Schiffe jetzt im Endeffekt klauen tue? Beziehungsgeschweige mitnehme. Einer geht noch. Alle Mann klar zu Gefecht! Wäre ich jetzt mal Vollwind gewesen, dann wäre das Schumann gewesen. Okay, haben wir leider nicht bekommen. Dann wird das auch nicht viel bringen. Gegen Frankreich habe ich nichts in der Hand. Nein, habe ich nicht. Aber gegen Holland habe ich was gegen der Hand. Für die Militärkonvois hier. Oh. Kommt direkt der nächste. Expeditionsfahrzeug. Bin ich doch direkt da. Ah, wir haben viele Gratiswaren bekommen. Ist eigentlich ganz okay. Sind wir jetzt mittlerweile schon wieder. Ah, wir sind noch freundlich. Noch. Naja, gut, ich habe jetzt zwei Schiffe geklaut von ihnen, aber auch wieder sehr gut verkaufen. Hoffentlich mal irgendwo. So. Gut, gut, gut. Kann man noch weiter verkaufen. Günstig. Für 80. Wow. Günstig, günstig, günstig. Jetzt bringen wir wieder was Gold nach Hause. Das war jetzt ein bisschen zu viel verkauft, aber ist ja nicht schlimm. So. Ah. Für 88, ja, geht eigentlich. Zwar extrem wenig Geld bis jetzt aktuell. Oh, schöne Waren hier. Okay, gut. Ja, immerhin etwas. Aber ich muss immer noch meine Stadt mal wieder aufbessern. Geschweige wieder Holz und etc. wieder sammeln. Cool, ich kann das verkaufen. Wahnsinn. Schön.
Wir sind, haben zwar immer noch sehr viel Geldverlust gemacht. Barkel, nee, danke. So, dann fahren wir wieder da runter und dann bis gleich. So, jetzt sind wir auch wieder unten in der Stadt angekommen. Wir haben auch wieder super Preise hier. Wieso die auch immer noch nicht verkaufen tun, verstehe ich zwar nicht so ganz. Aber vielleicht habe ich das noch nicht eingestellt. Ja, meine lieben Freunde und liebe Zuschauerinnen. Die Folge ist für heute erstmal wieder mal leider wieder zu Ende. Denn in der nächsten Folge geht's wieder weiter. Also seid bis dahin gespannt, wie es weitergeht. Denn es ist wieder viel zu erleben hier. Es gibt viel zu machen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, haben wir das auch. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dann, ja, seid gespannt. Vergesst nicht zu abonnieren. Tut die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.